Wir sind schon seit ewig langen Zeiten dabei. In den 60er Jahren irgendwann. Die Rollladenbauteile, diese Dinge standen im Vordergrund. Der elektrische Antrieb war nahezu unbekannt. Damals konnten Sie noch Messestände sehen, wo Wände einfach mit Raufasertapete überstrichen waren. Also meine erste R&T habe ich als Servicepersonal bei Varema während meines Studiums absolviert. Die größte Veränderung ist ein Trend heute zu einer wirklichen Messe, die eine gesamte Branche in einer unglaublichen Breite zeigt. Die R&T ist natürlich die absolute Leitmesse. Die R&T ist eine der wichtigsten Messen für die Messe Stuttgart, vor allem aufgrund ihrer Internationalität. Sie passt genau in unser Profil und unsere Vision als Standort. Wir wollen Nummer 1 werden mittelfristig für Hightech-Messen in Zentraleuropa. Schon der Höhepunkt, auf den die gesamte Branche hinarbeitet, und uns geht es natürlich genauso. On remarque aussi beaucoup plus de présence internationale. On a beaucoup de clients qui viennent de l'étranger. Jeder, der mit Rollladen, textilem Sonnenschutz, also im weitesten Sinne mit Sonnenschutz zu tun hat, kommt zu dieser Messe. Nous avons aussi beaucoup de visiteurs qui viennent aussi bien d'Amérique que d'Asie et que d'Orient. Wir haben sehr viele Kunden aus Übersee, die sieht man nicht alle Tage, und umso größer ist die Freude, wenn man die Kollegen hier treffen kann. Die Weltleitmesse, das bedeutet, dass die R&T die gesamte Branche abbildet, dass sie weltweit das wichtigste Ereignis dieser Branche ist und dass sie alle 3 Jahre auch entsprechend die Innovationen dieser Branche zeigt. Die neue Messe ist riesig. Das ist natürlich eine neue Dimension. Die Hallen sind sehr, sehr attraktiv. I have seen different exhibition centers throughout the world. These are some of the finest that I've seen and very state of the art. L'accès est beaucoup plus facile. On est proche de l'aéroport, on est proche des axes routiers. Die Hallen sind ganz sauber strukturiert, gegliedert. Man hat einfache und auch leichte Wege. Ich muss sagen, sehr blij mit dieser neuen Stuttgart-Messe, was uns viel mehr Raum oplevert, mehr Licht, bessere Loop von den Besuchern, modernere Ausstrahlung. Wir konnten uns jetzt hier flächenmäßig verdoppeln. Die Nordschiene, die eher die Rollladen, den textilen Sonnenschutz beheimatet, und die Südschiene mehr mit dem Bereich Tore. Erst mit dem neuen Gelände haben wir uns wieder aufgemacht, zur R&T zu gehen. Ein ganz wichtiger Schritt in der Expansion unserer Firma. Sagenhafte Resonanz rund um Europa bis nach Asien. Man kann generell sagen, dass die Messe sehr stark besucht ist. Wir waren wirklich erfreut, dass der erste Tag der Messe schon so stark nachgefragt wurde. R&T in principle is very strong when it comes to a trade show for window covering. So it's not only me coming all the way from India to sell over here, to buy the fabrics, to buy the hardware. Im Bereich der Stoffe geht der Trend eindeutig dahin, neue Stoffe mit neuen Funktionalitäten zu präsentieren, eben die sehr stark reflektierend sind, also die Sonne aus den Räumen heraushalten. Natürlich hat das Textil nicht nur die Aufgabe, bunt zu wirken, sondern zu schützen, Bildschirmarbeitsplätze, klimatechnisch Wärme aus den Räumlichkeiten auszuhalten oder ausstoßende Wärme zurückzuwerfen in die Gebäude. Die R&T ist für uns die größte internationale Schau von Markisen. Es ist unser Ziel, dafür zu sorgen, dass eben gerade die Markise auch als Marke, als schickes Accessoire zum Haus aufgewertet wird.
crois qu'aujourd'hui, même si l'Allemagne est réputée pour avoir été certainement dans les premiers pays européens à travailler sur le développement durable ou en tout cas à trouver des solutions au niveau écologique, le monde entier est évidemment focalisé sur ce sujet-là. What I observed most of all was much innovation here, a lot of creativity in the from the electronic side of products as well as design. Der Trend geht eindeutig zu Toren mit hoher Betriebssicherheit. Wir richten unsere Tore darauf aus, dass der Kunde ein sehr zuverlässiges Tor bekommt. Die Nutzungsoptimierung der Tore, das ist ein deutlicher Trend, der einfach Einzug hält. Das hat sich vor 3 Jahren angekündigt, aber jetzt ist es breit im Markt gestreut, dass jeder sein Tor schnell und effektiv bewegen kann. Ich bin ganz begeistert, dass in diesem Jahr über 93 Firmen sich daran beteiligt haben, Innovationen einzureichen. Der Innovationspreis zeichnet in verschiedenen Produktgruppen die Innovationen, die Neuheiten, die Besonderheiten dieser Branche aus. Ja, der Ausstellerabend war perfekt organisiert, ein tolles Showprogramm. Die Stimmung war sehr gut, die Band spielte bis spät in die Nacht. Die komplette Geschäftsleitung ist die ganze Woche hier, vom ersten bis zum letzten Tag. Und gegen Ende der Woche kommen immer zunehmend mehr Einkäufer und Techniker, um eben Markttrends auch aufzunehmen. Natürlich ist es hervorragend, dass wir eben diesen Kontakt auch zu den Architekten bekommen. Gerade dieser Kundenkreis ist hochgradig wichtig für uns. Wir sind in diesem Jahr komplett ausgebucht. Das Gelände mit 105.000 Quadratmeter Butterfläche ist komplett belegt. Wir haben bereits eine kleine Warteliste für die nächste Veranstaltung. Modularität, Elektronik, Farbvielfalt, Auswahl, fantastische Produktion auf der einen Seite und das kombiniert mit fantastischer Leistung des Handwerks auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist die Zukunft. 2006 waren wir hier als Besucher, um diese Messe zu besuchen. Jetzt haben wir einen Riesenstand, das fühlt sich toll an. 2012, vielleicht haben wir eine halbe Halle.